So, hiermit will ich ein kleines Statement abgeben. Es geht um einen YouTuber. Vor einigen Monaten, schon lange her, knapp ein Jahr her, da habe ich unter einem Video mit ihm ausgetauscht und ähm, stundenlang haben wir dann diskutiert, ausgetauscht und ich habe immer später dann festgestellt, dass er unter Schizophrenie, unter Mythomanie und Wahrnehmungsstörung leidet. Ja, das ist die Trinität einiger YouTuber-Christen. Einige leiden noch unter ADHS, ja, die brauchen auch die Aufmerksamkeit und so weiter. Aber dieser Geschöpf, dieser Gestalt leidet unter Mythomanie, Schizophrenie und Wahrnehmungsstörung. Die Trinität einiger YouTuber-Christen. Das haben die meisten YouTuber-Christen, die den Islam angreifen, ja. Ähm, warum, wieso, weshalb? Aus dem Grund, weil er argumentiert hat, ja... Zu einigen Themen wie kein anderer. Da habe ich mir gedacht, irgendwelche Satane müssten ihnen ja helfen. Ja? Die müssten ja ihnen in, also irgendwas einflüstern. Und äh, tatsächlich war es am Ende so, weil man diese Argumente, dieses, diese Auslegung, ja, keineswegs in einer, bei einer Exegese oder so christliche Exegese gefunden hat, die meisten Sachen. Und, ähm, und dann macht er natürlich. Auch Videos, das ist ja unser Jesus TV. Ja, da macht ja auch noch Videos, indem er weder sein Gesicht zeigt noch eine Audioaufnahme, sondern einfach nur Texte hochlädt wie ein kleines Kind und dann erwartet er, dass ich antworte. Und sag ganz ehrlich: solche Videos habe ich mir schon gar nicht mehr angeschaut. Seit über ein halbes Jahr schaue ich mir seine Videos nicht an. Ich würde mal sagen, seit dem Tag an, nachdem ich ihn blockiert habe, und festgestellt habe, dass er unter diese drei Krankheiten leidet, habe ich ihn blockiert, dann kam er mit einem anderen Namen an, dann habe ich ihn wieder blockiert, dann kam er wieder an, dann habe ich ihn wieder blockiert, er kam immer wieder an und habe ihn immer wieder blockiert. Und, ähm, und irgendwann mal war Schluss, ja, dann kam er nicht mehr an und dann hat er irgendwie Videos gemacht und angeblich auf meine Videos geantwortet. Aber ich habe mir die Videos nicht mehr angeschaut, weil wie gesagt, solche Videos, ja, die... Also, weder ihre Gesichter zeigen noch eine Audioaufnahme von sich machen. Solche Videos werden von mir einfach ignoriert. Die, die nehme ich gar nicht ernst. Weil, wenn er etwas Mumm hätte, sich ein bisschen zutrauen würde, dann würde er wenigstens sein Gesicht oder eine Audioaufnahme machen. Ja? Und nicht wie im Kindergarten einfach irgendwelche Texte reinschreiben und hochladen. Ja? Und wenn er wirklich davon fest überzeugt ist, dass er die Wahrheit spricht, dass er die Wahrheit im Herzen hat, dann wird er mit mir eine Diskussion führen, und zwar wie Männer, wie unter Männer, wir können telefonieren, ja, dann können wir auch das Gespräch aufzeichnen und dann können wir auch hochladen und dann sieht auch jeder, wie du meine Fragen, wie du meine Fragen antwortest oder eingehst. Aber nein, er wird sich das nicht zutrauen, weil er ganz genau weiß, dass er Lügen verbreitet, ja, weil jemand, der sein Gesicht nicht mal zeigt, ja, oder ich meine, wir haben so viele Islamkritiker, ja, Amir Arapour, Elia Nathan, äh, ob das jetzt diese ganzen Islamkritiker sind, die zeigen alle ihre Gesichter und die machen noch viele schlimmere Sachen. Aber was macht er? Er macht das nicht aus dem Grund, weil er ganz genau weiß, ich verbreite Lügen ich verbreite eigentlich Sachen, die Unwahrheiten, also Unwahrheiten, und daher aus dem Grund zeige ich auch nicht mein Gesicht. Ja, einfach, du das einfach lösen, und äh, so kann mich auch keiner entlarven. Also richtig so, weil, wer nimmt dann sowas ernst? Ja, es gibt vielleicht paar Muslime, vier, fünf Muslime, Handvoll Muslime, die solche Videos anschauen, und zu denen sage ich einfach nur: äh, Fürchtet Allah, Subhanahu wa Taala. Fürchtet Allah, Subhanahu wa Taala, weil wenn ihr denn solche Videos anschaut, dann seid ihr, merkt euch bitte, eins, seid nicht sauer auf mich, Muslime, aber diejenigen, die sollen wissen, dass die auf jeden Fall bei Allah äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Allah Alam, ob die überhaupt Surat al fehlerlos rezitieren können, Allah Alam, ob die überhaupt Arabisch lesen können, Allahu Alam, ob die überhaupt beten, aber schauen sich irgendwelche Jesus-TV-Videos an und die nennen sich dann Muslime. Subhanallah, ja, yani. nee, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, Amin. Deswegen, das sind aber, ich weiß, es sind nur Handvoll Muslime, wenn überhaupt. Viele werden sagen, nee, wie machen ihn denn ja fertig, da platt. Nein, dieser Mensch hat es gar nicht verdient, überhaupt, dass man ihn widerlegt. Dieser Geschöpf muss einfach nur ignoriert werden, nur aus dem Grund, weil er einfach alles fake ist. Bei ihm ist ja alles fake, weil du weißt ja gar nicht wer, das, wer dahinter steckt. Vielleicht steckt er seinen Finger in die Nase rein oder Allahu A'lam, ja. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas, wer das ist, wer, wer das überhaupt ist, ja, man weiß es ja gar nicht, ja. Vielleicht will er einfach nur diskutieren, also Zeit verschwenden. Ich meine, nutzt euren Zeit für Sachen, geht raus, hilft Muslime, hilft alte Leute. Ja, geht Kranke ja, nee, besuchen oder was auch immer. Ja, macht irgendwas, aber nicht solche Videos anschauen. Ich meine, wenn Christen so dumm sind, Opfer sind von solchen Videos ja, und ihre Zeit damit verbringen und nichts weiteres gefunden haben, dann müsst ihr doch Muslime nicht, also einige Muslime, Handvoll Muslime nicht nachahmen. Ja, also äh, daher. Ich nehme diese Videos gar nicht ernst. Wenn er wirklich was will, wenn er Mumm hat, wenn er sich zutraut, wenn er davon ausgeht, dass er die Wahrheit spricht, wenn er davon ausgeht, dass ich lüge, dann können wir doch gerne diskutieren. Er muss auch nicht nach Berlin oder so kommen. Wir können einfach am Telefon diskutieren, reden über die Themen. Ja? Sehr gerne. Ich bin bereit dafür. Dann können wir einen Termin vereinbaren und das tun. Aber das wird er, sich, das wird er niemals. Das wird er niemals machen, allein schon aus dem Grund, weil er ganz genau weiß, dass alles bei ihm fake ist, dass die Aussagen einfach gelogen sind, erdichtet sind, dass einfach ja, nee, keine, Quellen, keine richtige Quellenangabe nutzt. Ja. Ja, aber wenn er mal irgendwann mal in der Lage sein sollte, dann nehme ich ihn Allahu Alam ernst, wenn er mal sein Gesicht zeigen sollte oder wenigstens eine Audioaufnahme macht, und äh, dann können wir gerne auch diskutieren, dann kann ich auch gerne diese Videos anschauen und auch antworten auf äh, ich meine, wenn er jetzt unter Schizophrenie und Mythomanie und, äh, und, und Wahrnehmungsstörungen leidet, ja, ja, das ist schwierig, heute, halt, das ist schwierig, aber auch dann können wir antworten, wir können einfach antworten, Man kann sein, dass irgendwelche Muslime dann äh, mit ihrer Religion sich nicht auskennen und dass sie, dass wir dann deren Imam dann wieder stärken, Allahu Wahlen aber Solange er wie ein kleines Kind schreibt und hochlädt, die Videos, werden seine Videos von mir ignoriert, ich werde die gar nicht ernst nehmen. Er kann so viele tausende Videos machen, wie er will, aber er wird auch keinen Erfolg haben und der, Jani, äh, am Ende wird er immer wieder zu den Verlierern gehören, weil er sein Gesicht nicht zeigt oder weil er nicht mal sich traut, Jani mit mir eine Diskussion zu führen. Ich meine, Reden, Schreiben, hochladen, das kann jeder. Aber wie gesagt, alles andere trauen sich diese Geschöpfe nicht zu. Ich meine, Ami Arapur habe schon herausgefordert, komm, lass uns über Jesus reden, ob Jesus Gott ist in der Bibel. Es gibt eine Menge Stellen. Alle Stellen werde ich dir widerlegen. Alle Stellen. Und ich verspreche dir, dass ich alles widerlegen werde. Aber er hat sich bis heute nicht, nicht getraut. Es ja? ist jemand, der sein Gesicht zeigt. Ja, aber trotz allem hat er sich nicht getraut. Und dieser Geschöpf, Jesus TV, der, 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 ist, der ist ja noch schlimmer dran, aus dem Grund, weil er sein Gesicht nicht zeigt, weil er nicht mal seine Stimme hören lässt, weil er ganz genau weiß, dann wird er entlarvt. Vielleicht wird er dann Leute ihn dann auslachen oder vielleicht wird er gemobbt in der Schule oder auf der Arbeit oder wo auch immer, aus dem Grund. Und solche Menschen nehme ich nicht ernst. Und wer solche Menschen ernst nimmt, der tut mir einfach nur leid. Derjenige tut mir einfach nur leid. Ja. Also, Jesus TV, nochmal. Ich weiß, dass du unter Schizophrenie, Mythomanie und Wahrnehmungsstörung leidest. Die Trinität von dir, von dir, ja, sind ist diese drei Krankheiten. Aber wenn du gerne willst, ich bin bereit dafür. Wir können über die Themen, die wir hochgeladen haben, gerne darüber reden. Oder ob Jesus, du nennst dich ja Jesus TV, Du stehst ja dazu, Jesus TV nennst du deinen Kanal. Dann können wir auch gerne mal diskutieren, eine, eine kleine Runde machen, ob Jesus wirklich Gott ist in der Bibel.